Herzlich willkommen zurück zu Nintendo Connect und unseren Showcase-Videos zur Gamescom 2019, wo wir die Möglichkeit hatten, uns einige Spiele, die sich noch in der Entwicklung befinden, genauer anschauen zu können. In diesem Video erzähle ich euch etwas über Ari and the Secret of Seasons, einem Spiel, das sicher vom Stil her die Breath of the Wild Fans abholen könnte. Zwar gibt es keine offene Welt, aber die Gestaltung und der allgemeine Stil der Welt Valdi lässt einen sich wie in Hyrule gleich zu Hause fühlen. Die Namensgeber Ariel erhält die Fähigkeit, die Jahreszeiten zu beeinflussen. Nicht zu verwechseln mit Ariel, die konnte nur die Gezeiten angucken. So kann sie immer in kleineren Blasen eine Jahreszeit erschaffen und so selbst bei Hochsommer ein wenig Winter erschaffen, wo der Fluss zugefroren ist und es ihr so ermöglicht, diesen zu passieren. Mit dieser Fähigkeit gewappnet erkundet Ari, die Wächterin des Winters, die Welt und versucht herauszufinden, welche mysteriöse Macht in Valdi die Jahreszeiten durcheinander gebracht hat und muss im Kampf wie in Rätseln Geschick beweisen. Mit dabei ein Soundtrack, der für eine spannende Atmosphäre sorgen soll, welchen wir aber gelinde gesagt in der Präsentation aufgrund der Lautstärke drumherum nicht wirklich genießen konnten. Uns wurde das Spiel auf einem PC präsentiert, weswegen wir gerade nicht viel zu den anderen Plattformen sagen können, aber hoffen, dass das Spiel auf der Nintendo Switch genauso hübsch sich präsentiert, wie wir es auf dem PC sehen konnten. Die Entwickler peilen das erste Quartal 2020 zum Release des Spiels an, welches für PC, Xbox One, PlayStation 4 und natürlich auch die Nintendo Switch erscheinen wird. Die Preise sind vorläufig auf 34,99 für die Switch und 29,99 für alle anderen Plattformen festgezurrt, aber es ist noch nicht bekannt, ob eine Boxversion für den Einzelhandel kommen wird. Was haltet ihr von dem Spiel? Schreibt es uns unten in die Kommentare und wir beantworten auch gerne eure Fragen, sofern wir können. Verpasst auch nicht unsere nächsten Gamescom-Videos, was am einfachsten geht, indem ihr einfach kostenlos unseren Kanal abonniert. Ich bin wie immer euer Neuzugang Alex und verratet mir, wenn ihr diese Fähigkeit hättet, was würdet ihr damit anstellen? Ich glaube, wenn ich solche Kräfte hätte, würde es immer Herbst sein und regnen.